Ein Name, den man sich merken muss. Schatzletzki, dreimal. Kemper. Margot. Jo. So, der Name? Ludwig Hertha. Für Sie. Hör mal, können Sie hier nicht mal eben hier mit den Koffern helfen, das denn? Ach, danke. So, Alfonso, Aruja, Aruja. So, und jetzt zu euch. Sag mal, Kinders, wo wart ihr eigentlich? Nächstes Mal seid aber bitte pünktlich. Da kommt aber auch keiner mal auf die Idee, hier einem Bescheid zu sagen. Naja. Da haben wir ja wieder eine Truppe zusammen. Liebe Urlauber, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in der grünen Lunge des Südens. Gleich vorneweg, bei uns im Club Las Piranhas sprechen wir uns mit Vornamen an. Ich bin der Edwin. Ich bin die Biggie. Die Biggie kennt der ein oder andere vielleicht mit Sicherheit. Sie ist und war die namhafte Schlagersängerin Biggie Oxford. Warum steht sie dann hier am Bus? Und deshalb möchten wir... Danke, Edwin. Deshalb möchten wir uns bei euch musikalisch vorstellen. Und zwar mit einem Lied. Was? Die singen jetzt? Bienvenidos, heißt willkommen. Fühlt euch wohl bei uns. Wir vertreiben den Verdruss. Und wer bist du? Ich bin die Biggie. Wer bist du? Ich bin der Edwin. Und jetzt stellen wir uns den Leuten einmal vor. Ich bin die Biggie. Ich bin der Edwin. Wir verstehen eine Menge Spaß. Ich mag Kinder ganz besonders. Wir beide werden uns verstehen. Und jetzt stellt auch ihr euch einmal vor. Und wer bist du? Ich bin die Hedega. Wer bist du? Kurt. Singen. Und wer bist du? Kurt. Und jetzt singen wir alle hier im Chor. Hildegard genießt. Das ist jetzt unser Urlaub. Fühlt euch wohl bei uns. Ich bin die Biggie. Ich bin der Edwin. Wir vertreiben den Verdruss. Oliver, da kann doch nichts mehr kommen. Es ist bestimmt schöner. So, dann machen wir gleich mal ein paar tolle Erinnerungsfotos von der Ankunft, damit ihr selber seht, wie gut ihr angekommen seid. Mama, ich hab so einen Hunger. Es gibt ja gleich was. Lächeln. Könnt ihr euch morgen an der Rezeption abholen? Zum Preis? Von 15 Mark. Ich könnte ein ganzes Pferd fressen. Biggie, komm, gib's mir. Komm. Das kannst du besser, Mädchen. Biggie, komm. Komm, und noch mehr, Biggie.
kommt der jetzt her? Vom Flughafen. Die hatten Verspätung. Sind aber alle da, Reni. Nimm mich nicht, Reni. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht sollten wir erstmal auf Ihren Urlaub anstoßen. Ich bin der Clubdirektor Dr. Renat Wenger. Eine Bitte, Kinders. Gebt jetzt bitte alle erstmal eure Pässe ab. Bargeld, Schecks, Kreditkarten, weil auf den Zimmern hier ist immer so eine Sache, ja? Es kommt alles bei uns in den Safe. Geld braucht ihr eh nicht, denn unsere Währung ist hier der Piranha-Taler. Ja? Also gebt bitte alles bei unserer Biggie ab, alle Sorgen, alle Nöte. Und damit jeder sich auch piranha-mäßig wohlfühlt, bekommt jeder unser Club-T-Shirt. Unsere Club-Uniform. Alle anderen waren immer ganz scharf drauf. Ach so, ja, dadurch, dass Sie jetzt alle so spät gekommen sind, gibt es natürlich kein Abendessen mehr. Ich kann nicht die Küche den ganzen Abend, also das geht wirklich. Wir Menschen, als die Philosophie des Clubs Las Piranhas gegründet wurde, da stand für unseren Clubfinder, den Immobilienmakler Juan Yolando de Nero fest, Gastgeber sein bedeutet Freunde. Kann ich bitte Ruhe haben? Gäste bei sich aufzunehmen bedeutet Menschen, die Freunde sind. Freizeit bedeutet auch Freiheit. Freizeit bedeutet also Freiheit. Lassen Sie mich mit den... schließen. Und Sie sind solche Menschen, Freunde. Und Freunde zu sein, bedeutet Gäste. Bei sich zu haben. Und Bienvenudo heißt willkommen. Wie heißen Sie? Ich bin die Hertha. Na, Dicke, hast du Hunger? Ja, gibt es noch was? Wer kommt hier zum richtigen Zeit, der kriegt nichts, weil es nichts übrig bleibt. Genießet, Puschel. Das ist unser Urlaub. Gute Nacht. Gute Nacht. So, dann gehen wir. Gute Nacht, Hertha. Gute Nacht, Margot. Das ist aber jetzt, glaube ich, wohl ein Missverständnis. Nee, mein Schlüssel passt. Vielleicht ist dein Zimmer ja oben. Das haben wir gleich. Ach, tja, dann geh mal schnell da unten und lass dir ein anderes Zimmer heben. Schläfst du schon? Ja, was ist denn jetzt noch? Komm rein. Und? Nun? Ich finde, wir sollten denen da unten nicht solche Umstände machen. Das heißt konkret? Für eine Nacht.